Ta'ala sandte uns in diesen Länder, liebe Geschwister. Allah Ta'ala sandte uns in diesen Länder. Und Allah Subhanahu wa Ta'ala hat uns Aufgaben gegeben. Und Allah Ta'ala gab auch eine Botschaft mit. Aber der Muslim, liebe Geschwister, kommt hier hin und lässt sich ablenken und vergisst das, was Allah Subhanahu wa Ta'ala mitgegeben hat. Stellt euch einen König vor. Er sendet sein Bote, einer von seinen Leuten sendet er zu einem anderen Land. Als dieser Mann zu diesem Land kommt, wird er abgelenkt von der ganzen Schönheit, die er in diesem Land findet, von den ganzen Weltlichen, was er da sieht. Er vergisst die Aufgabe, die ihm der König gegeben hat, es zu tun. Er vergisst die Botschaft. Er vergisst den Grund, warum er gesandt worden ist dahin. Warum er gesendet worden ist dahin. Er kommt zurück und der König fragt, hast du meine Botschaft übermittelt? Hast du den Leuten das gesagt, was ich dir gesagt habe? Und er sagt, tut mir leid, ich hab's vergessen. Ich war abgelenkt von Frauen und war abgelenkt von Dunya, war abgelenkt vom Geld und Ruhm, ich war abgelenkt von schlechten Sachen. Ich wurde abgelenkt von das, was ich dort fand. Die Menschen haben mich abgelenkt durch Diskussionen. Ich habe nicht die Botschaft überbracht. Was denkt ihr, was der König, liebe Geschwister, mit diesen Menschen tut? Was denkt ihr, wie der König reagiert gegenüber dieser Person? Er wird ihn ins Gefängnis stecken. Er wird ihn einsperren, bestrafen lassen. Und der König, liebe Geschwister, Allahu Ta'ala, Malik bin Muluk al-Ard, liebe Geschwister, der König von den Königen der Erde, der ist der König, liebe Geschwister. Der König sendet auch die Menschen zu Ländern mit Botschaften und Aufgaben. Und die Menschen lassen sich ablenken von Frauen, von Geld, von schlechten Sachen, von der Dunya, vom Weltlichen, von Diskussionen und vergessen die Aufgabe, die sie mitgenommen haben. Und sie kommen zurück beim Sterben, liebe Geschwister. Allah subhanahu wa ta'ala holt dich zurück beim Sterben und dann fragt er dich. Und du sagst, ich habe vergessen. Ich war abgelenkt von den ganzen Sachen. Die Frauen und die Menschen haben mich abgelenkt. So habe ich nicht die Botschaft überbracht. Die Dunya hat mich abgelenkt. So konnte ich nicht den Leuten erzählen. Meine Arbeit war mir wichtiger. So habe ich vergessen die Dauer zu deinem Namen, mein Herr. Allah subhanahu wa ta'ala steckt dich auch ins Gefängnis. Lekin, liebe Geschwister, das Sijjin, dieser Gefängnis, ist ein Nar, liebe Geschwister. Ist das Feuer. Qala an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Und weil wir von diesen ganzen Gelüsten entfernt werden, qala an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, hujibatu an-Naru. Du findest das Feuer hinter den Gelüsten. 4 Millionen Muslime, sogar 4 Millionen Muslime in diesem Land. Und die Menschen denken immer noch schlecht von uns. Als die damalige Völker, was Sahaba gefolgt wurde, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, was anderes. Sie haben das verstanden. Sie haben Dauer verkörpert. Und wenn sie was zu den Menschen erzählt haben, sie haben es auch umgesetzt. So muss ich und ihr verstehen, Achi, dass wir in diesem Punkt hier uns ändern müssen. In diesem Punkt. Und wir werden es auch nicht schaffen, wenn wir uns nicht ändern wollen. Wenn der Muslim sich nicht hinsetzt und sagt, ich ändere mich selber, weil wir hier nicht vorankommen. Wenn der Muslim nicht versteht, dass er sich ändern muss, dass er sich tadeln muss, dass er sich hinsetzen muss und fragen, was habe ich bis jetzt getan für die Dauer im Islam, dass die Leute sich besser benehmen, dass ich mich besser benehme. Oder bin ich ein Hindernis wie alle anderen? Hinder ich die Leute zu Dauer mit meiner Kritik? Wenn ich schon nichts tue, warum komme ich nur hinein und kritisiere? Und bin nur von denjenigen, die das Schlechte sehen, an das Gute vorbeigucken? Ich sage euch, wenn wir uns nicht ändern, wird sich nichts ändern. Wenn wir uns nicht starben, wenn wir uns nicht ändern können, dann. Und das müssen wir ernst nehmen, liebe Geschwister. 4 Millionen Muslime, subhanallah, in diesem Land. Und vielleicht macht 3, 4, 5 Personen richtig Dauer. Lass dir das vorstellen, Bruder. Die meisten von uns sagen, Bruder, wir sind immer mit den Gedanken negativ gegenüber den Leuten. Als ein Jude begraben worden ist, ach, der Prophet stand auf, als er sein Janaza vorbeigelaufen ist. Er stand auf aus Respekt, ach, weil er gesehen hat auch, dass wieder eine Seele stirbt. Dass eine Seele stirbt und auch in Jahannam kommt. Und das hat ihm wehgetan, ach, wir freuen uns vielleicht, Audhu Billah. Noch mehr von euch, wer von euch hat mit den Nachbarn schon hier gesprochen? Wer von euch hat bei den Nachbarn sich mal vernünftig gegrüßt? Wer hat ihm was geschenkt? Wer war mit dem gut, Achi? Wer von uns, Bruder? Wir denken, wir haben die Sache verstanden, subhanallah, weil wir äußerlich uns verändert haben.
weil wir uns äußerlich verändert haben, uns noch Chuluk Achi ist nicht unsere Äußerlichkeit. Uns noch Chuluk Achi ist das Benehmen, was von innen kommt. Und das ändert sich sowieso nicht in einer Nacht oder in einem Tag oder nach einem Tumor. Das wird sich auch nicht bei. Du wirst gar nicht Usno Chuluk finden bei jemandem nach einem Tag. Es dauert. Aber wir müssen uns ermahnen lassen diesbezüglich. Wir müssen uns ermahnen lassen, liebe Geschwister, und die Sache verstehen. Ermahnen lässt sich nur derjenige, der fürchtet, sagt Allah subhanahu wa ta'ala. Ermahnen lässt sich nur derjenige, der fürchtet. Derjenige, der Allah ta'ala fürchtet, der lässt sich ermahnen. Weil er weiß, er will eine Sache erreichen. Ins Paradies. Er will diese Jannah erreichen. Er will das Wohlbefallen Allahs erreichen. Aber derjenige, liebe Geschwister, der Allah ta'ala nicht fürchtet, derjenige, der Allah ta'ala nicht fürchtet, achi, der lässt sich auch nicht ermahnen. Der nutzt auch keine Khutbah und der nutzt auch kein Ders. Und die nutzen auch gar nichts. Manche von denjenigen heißt es ja auch, dass sie sowieso schon alles wissen. Manche behaupten, dass sie auch alles wissen. Ich weiß schon alles. Worum soll ich kommen? Ich weiß schon, worüber der redet. Und ich kenne, ach, ich muss nichts machen. Ich bin gut. Ich bin schon so gut. Die Schwester sagt, ach, ich kenne das schon. Ich brauche das nicht zu lernen. Dann bist du ein Meleke geworden. Du brauchst auch Ermahnung. Du musst auch getadelt werden. Du musst auch nachdenken. Der Gesandte Sallallahu hat 100 Mal um Vergebung gebetet. 100 Mal um Vergebung. Er, der Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, das beste Geschöpf, betet 100 Mal um Vergebung. Wer bist du? Du kannst nie so werden. Du wirst auch nie ein Meleke sein. Erst recht musst du dich einmal lassen, sonst musst du nachdenken. Wenn der Gesandte Sallallahu Alaihi Wasallam betet, dass deine Füße anschwollen, Achi. Und Aisha radiallahu anhu fragt, warum? Allah hat dir das Vorherige und das, was danach kommt, an Fehler vergeben. Er sagt, soll ich nicht dankbar sein? Soll ich nicht ein dankbarer Diener sein? Wo ist unsere Dankbarkeit? Allah erlaubt, dass es eine Moschee gibt. Und Allah erlaubt, dass wir reden dürfen. Allah erlaubt, dass es Durus gibt. Allah erlaubt, dass zur Juch kommen. Allah erlaubt, dass Wissen vermehrt wird. Allah erlaubt, dass es Sprachen, Wissen auf verschiedene Sprachen gibt. Dass Bücher erklärt werden. Bücher, die Brüder, die was gelernt haben, was mitgeben dürfen. Es gibt Separatunterricht für Frauen, alles für die Katz, weil keiner es ernst nimmt, weil denkt, jeder von uns, das braucht er nicht. Er weiß schon Bescheid. Du weißt gar nichts mit dieser Einstellung. Wir die Muslime sind abgelenkt von allem Weltlichen, was es gibt, vom Arbeiten und von Positionen bei der Arbeit. Unsere Kinder, die älteren Muslime und die muslimischen Kinder haben, sind dafür nur eins, dass ihre Kinder Ärzte werden und Ärztinnen. Ich sag dir eine Sache, Bruder. Ich habe auch eine Tochter und ich sag dir, wenn meine Tochter Ärztin wird, bin ich froh darüber. Würde ich froh sein, wenn meine Tochter Medizin studiert und die kann Ärztin werden. Oder ich habe einen Sohn, wenn er Arzt wird, bin ich auch froh darüber. Sollen die beide Arzt und Ärztin werden? Aber wenn meine Tochter Ärztin wird, sie ist bekannt in der Medizin, sie hat ihr Studium mit 1 abgeschlossen, sie war sehr gut und trägt kein Hijab und glaubt nicht an Allah Ta'ala und betet nicht 5 Mal am Tag und fastet nicht, dann soll sie ewig, also, bis sie stirbt. Soll sie ohne Arbeit bleiben? Soll sie einen armen Mann heiraten und Mu'mina sein? Und Muhsina sein? Und soll eine wahre Muslima werden? Mit Hijab. Muss sie für mich nichts erreichen in dieser Dunya. Hauptsache, sie bewahrt ihren Glauben. Denn es bringt mir gar nichts für meine Kinder, wenn sie einen beruflichen Status erreichen, aber ihre Religion nicht kennen. Wenn sie ihre Religion nicht kennen, bringt uns das nicht weiter. Das bringt uns nicht mal einen halben Schritt weiter. Das bringt das nichts. Dann kannst du Arzt sein, dann kannst du Ingenieur sein. Kannst du sein, was du willst. Und danach deine Religion nicht kennst, bist du arm dran. Allah subhanahu wa ta'ala wird dich nach der Religion fragen. Am Yawm al-Akhir. Und nicht nach dem Arbeitsstatus. Sie denken, ach, ich will nicht, dass wir arbeiten. Dann hast du das auch falsch verstanden. Aber dass wir alles falsch verstehen, ist mir bekannt. Dass wir auch nicht richtig zuhören, ist mir auch bekannt. Dass wir lesen und blind dabei sind, ist uns auch bekannt. Das ist aber auch unser trauriger Zustand.